Mein Name ist Daniel Kölliker, ich bin der künstlerische und Administrativleiter von ONO. Das ONO ist eigentlich ein neuer Kulturbetrieb in einem alten Kellergewölbe in der Stadt Bern, in der Altstadt. Es war 50 Jahre lang hier ein Kleintheater. Wir haben hier eine Galerie, es findet Tanz statt, Theater, Konzerte, Lesungen, also eine ziemlich breite Palette. In der Galerie haben wir alle Monate wechselnde Ausstellungen von Künstlerinnen vom In- und Ausland. Arimono ist einerseits ein sozialer Treffpunkt, der regulär offen hat und fördert auch den Austausch zwischen den Künstlerinnen und dem Publikum. Am Sonntag ist hier immer regelmässig Lindy Hop oder Tango tanzen, so wie hinten, wo zuerst Tango-Kurse angeboten werden, wo man anschliessend Tango tanzen kann. Es ist für mich wirklich ein grosser Aufsteller, dass wir hier den Kulturraum, den Alt, können sozusagen im Leben behalten, füllen mit neuen Inhalten, mit neuen Konzepten, so dass es eigentlich kann weitergehen hier in Bern. Jeder Franken ein Gewinn, dank Swisslos und dem Lotteriefonds vom Kanton Bern.